Darf ich, Schatz, das ist eine Millimeter-Sache, dass sie herauskommt, gell? Dass sie außergeht, selbst das ist eine Millimeter-Arbeit. Dass wir nichts beschädigen dürfen. Ich möchte ganz herzlich mich bedanken bei der Gurkengießerei von Holland, bei Royal Eisputz von Asten in Holland. Die Gurke wiegt 2600 Kilo, ungefähr 2056. Der Klöppel hat 81 Kilogramm, der ist bereits oben. Die Glocke ist ja schon geweiht, weil wir ein kleines Stück von der alten Glocke, die der Bischof Stecher geweiht hat damals, das haben wir mitgegossen. Ein kleines Stück, so geht dann die Weihe vom Alten auf die Neue über und somit ist das jetzt nur ein Segen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lasset uns beten. Herr des Himmels und der Erde, dich preist deine Schöpfung. Im Himmel und auf der Erde erschallt dein Lob. Voll Vertrauen bitten wir dich, segne diese Glocke, die dein Lob verkündet. Sie soll deine Gemeinde zum Gottesdienst rufen, die Säumigen mahnen, die Mutlosen aufrichten, die Trauernden trösten, die Glücklichen erfreuen und die Verstorbenen auf ihrem letzten Weg begleiten. Segne alle, zu denen der Ruf dieser Glocke dringen wird, und führe so deine Kirche von überall zusammen in dein Reich. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Nomine Patri, Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sieht so aus, ne?
Voll Vertrauen bitten wir dich, segne die Glocken, die dein Lob verkünden. Sie soll anregen, deine Gemeinde zum Gottesdienst rufen, die Säumigen mahnen, die Mutlosen aufrichten, die Trauernden trösten, die Glücklichen erfreuen und die Verstorbenen auf ihren letzten Weg begleiten. Segne alle, zu denen der Ruf dieser Glocke dringen wird, und führe so deine Kirche von überall her zusammen in dein Reich. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen. Fiat Spiritus Sancti. Generalischer, Bell, Dick. Love.